Ich habe eine Frage an euch. Wie zum Teufel soll ich eine Mod ignorieren, die Holly Birth heißt? Eigentlich heißt sie Holy Birth, okay. Und ja, die schauen wir uns heute an. Der Entwickler hat mich auch angeschrieben, also einer der Entwickler dieser Mods, und hat gefragt, ob ich es zocken möchte. Und ich dachte, ja, natürlich werde ich es zocken. Stand so oder so auf der Liste. Und ich habe sogar seinen Link, seinen YouTube-Kanal verlinkt, denn dort seht ihr unter anderem auch Tutorials fürs Modding. Also könnt ihr gerne auschecken, wenn euch die Mod interessiert. Und ja, habt Spaß. Genau wie wir jetzt Spaß haben werden mit Holy Birth. Und mir wurde Lucifer empfohlen, denn der startet... Oh, ich habe noch die Arena-Mod aktiviert. Einen Moment. Ups. Okay. Das Spiel funktioniert, ist nicht abgestürzt. Wunderbar, ich soll Lucifer spielen. Denn der startet mit einem random Devil Deal Item und was sonst ist, weiß ich nicht. Na, wir haben noch die bunte Hood aktiviert, oder ist sie... Ach, ich glaube, die ist immer dabei. Wir haben den Razor Blade als Item, ist das dein Ernst? Oh, wie ist die... Oh, die Musik. Ja, die Musik ist sehr gut. Oh, ich fühle sie gerade richtig, Mann. Fühlt ihr sie auch? Okay, spielen wir mal mit Lucifer und sieht auf jeden Fall optisch ziemlich nett aus. Sieht aus wie... worin erinnert er mich? An diese... Fuck, Mann, es gibt doch auch Gegner oder Steinstatuen. Auf jeden Fall kommt er mir sehr bekannt vor, das Gesichtchen. Und es gefällt mir auch sehr, wie seine Äuglein leuchten. Okay, ich habe diese Mod eigentlich auch am Anfang ignoriert, weil ich dachte, die ist noch nicht fertig. Aber wenn der Entwickler hier rumfragt, ob wir sie denn nicht zocken könnten, gut, dann scheint sie wohl mehr oder weniger fast fertig zu sein. I like the music, it's very sexy. So, der Entwickler schaut wahrscheinlich hier noch rein, ne? Die Türen sind auch ein bisschen brauner. Krass. Gut, schauen wir mal. Es gibt irgendwie um die 30 neue Items, neue Sounds, neue Bosse und so. Die wird immer weiterentwickelt. Ach, stimmt ja, wir haben ja hier diesen Effekt jetzt. Also wir schießen jetzt etwas langsamer. Gut, die Türen wurden auch überarbeitet. Schauen wir mal rein. Huch, was bist du denn? Kann ich bitte quatschen? Wieso zwingt er mich an? Hätte dieses Bruch, das hört sich an wie so ein Echo. Okay, sehr interessant. Hier ist der Geheimraum, super. Pass auf, von dir hole ich mir vielleicht ein blaues Herzchen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und, ja gut, jetzt muss ich noch weiter gehen. Dankeschön, Mann. Ich bin schon schlank genug, ich sehe aus wie ein Totenkopf. Ich muss weniger Sport treiben und mehr Herzen essen und sowas. Wobei Herzen sind gesund, ich weiß es nicht. Es gibt ja sowas wie Zunge, Herz, Leber, das ist voll nicht mein Ding. Das essen viele aus meiner russischen Familie und so und das gehört immer voll dazu und ist voll hip und toll, aber ich gehöre da nicht dazu. Okay, weiter geht's. Aber ich habe immer was gehört, dass es gesund sein soll. Gut, wir reden hier gerade über Ernährung. Alles klar, Mann, wir schauen uns hier jetzt Holy Perf an und boxen uns mal durch. Ich hoffe, wir werden viele Items sehen. Es kann natürlich sein, dass wir wieder einen Run haben, wo wir so gut wie keine neuen Items sehen, aber immerhin haben wir einen neuen Shopkeeper gesehen. Hey, das ist doch schon mal Erfolg, würde ich sagen. Okay, weißt du was? Du kriegst kleine Bombe. Und das sollte gesessen haben, oder nicht? Ich one-hitte euch so oder so. Yes, die Musik ist super, Mann. Zack, zack. Einfach in der Mitte stehen bleiben und vernichten. Oh, hier haben wir den Swallowed Penny. Den schnapp ich mir mal. Wie ist die Bossmusik? Okay, ich frag mich, ob die selber komponiert wurde. Ist the music self-combinated? Okay, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort gewesen. Naja, wird mich schon verstehen, nicht wahr? Wird mich schon verstehen, so. Okay, sehr nice. Den müssen wir natürlich jetzt voll ins Feuer drängen. Die Musik ist voll episch. Eigentlich müsste ich jetzt so reden. Oh Gott! Ich habe keine Chance gegen dich, oder doch? Mann, stirb endlich! Sehr gut. Und wir bekommen den Bauchnabel. Alles klar, ist natürlich jetzt nicht... so prickelnd in meinem Bauchnabel. Da unten ist vielleicht noch ein Raum, könnte man auschecken. Aber wir beeilen uns lieber und ich versuche den Boss was zu finden. Dort ist sicherlich besseres Zeug unterwegs. So, die Aufnahme läuft, oder? Ja, die läuft und der Echo ist aus. Gut. So, nächste Ebene. Lass uns durchboxen. Ich würde gerne mein Razorblade irgendwie einsetzen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir... hat er eigentlich rote Herzchen? Das ist die Frage. Am besten wäre natürlich, wenn wir... irgendwie, ja, das... Polaroid dann endgültig bekommen. Das wird dann super. Mega gut wird es. Da können wir uns richtig hochpushen im Boss Rush. Ich mag das Razorblade-Item. Und nochmal danke an Maudado, der mir gezeigt hat, wie cool das ist. Ja, ich bin faul. Wie gesagt, ich darf nicht zu viel Sport treiben hier. Oh, was ist das? Das sieht aus wie Gisch, nur umgepixelt oder so. Bowling Ball Strike. Okay, lass uns das mal testen. Aber ich will den Razorblade mitnehmen. Okay, ob ich jetzt ein... Warte mal. Machen wir einen kleinen Strike.
Okay. Die blieb kurz hängen bei einem Gegner. Ist das richtig gewesen? Alles klar. Also eine Bowlingkugel, die macht das, was man von einer Bowlingkugel erwartet. Ich versuch's mal nochmal. Vielleicht setze ich ja auch gegen einen Boss ein, um zu gucken, wie viel Schaden das Ding denn macht. Der Boss müsste auch gleich hier irgendwo sein. Das ist ein ekliger Raum auf jeden Fall. Och. Na gut, ich habe doch keine Geduld. Immerhin kann ich, wenn ich den hier töte, bekomme ich wenigstens noch einen anderen Tod. Also zwei Fliegen mit einer Klappe oder zwei Pickel mit einer Klappe. Schon? Schon? Yes! Okay, der hat überlebt. Gut, sehr schön. Weißt du was? Hier legen wir kurz eine Bombe hin. Hier legen wir kurz eine Bombe hin. Perfekt. Drei Bomben haben wir noch. Das ist mehr als genug. Der Typ nervt mich nur. Verdammt, das ist doch eine super Form. Okay, zwing mich nicht meine Bowlingkugel auf dein... Oh, wir haben es geschafft, Leute. Guck mal. Wieso? Die Türen sind aufgegangen, aber wir haben es doch geschafft. Mir sind einmal nur die Türen aufgegangen, wo ich wirklich keine Chance hatte. Das ist zum Teufel. Wo ich wirklich keine Chance hatte, den Raum zu clearen, dann ist er tatsächlich aufgegangen, aber jetzt doch nicht. PhD vielleicht für Tiersub, weißt du? Komm schon, das nehmen wir mit. Ich brauche aber jetzt unbedingt mehr Geld. Ranger. Ist auch okay, ist auch okay. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Kohle, weil die Spider-Mod ist natürlich auch ein schönes Teil, aber wir müssen halt mal das nehmen, was jetzt auch gut ist für uns, ne, weißt du? Die ganze Zahl und so, die wir sehen und dann sehen wir, wie viel Damage machen, das ist nebensächlich. Natürlich hat die Spinne auch noch ein paar andere Effekte. Und Strike! Okay, ich verstehe das noch nicht ganz, das Item. Es bleibt immer kurz stehen, bevor man es losschießt. Naja, wird sicherlich noch überarbeitet. Spielt sich gerade sehr komisch oder vielleicht bin ich auch einfach nur scheiße. Oh Gott, die Musik macht selbst Pin noch ziemlich episch. Hup. Und hopp, hopp. Na, da bist du. Und auf Wiedersehen, Pin. Wir haben keinen Devil Deal. Stimmt, er bekommt keine Devil Deals. Er bekommt nur Angel Deals, aber startet mit einem Devil Deal Item. Das war noch das, der Effekt, den er drauf hat. Oh Gott. Ich hätte vielleicht direkt komplett zuhören sollen, nicht wahr? Scheiße, Mann. Okay, die Schaufel. Hey, vielleicht bekommen wir Schwarzmarkt? Nope. Nope. Okay, hier ist ein Monstro. Sehr süß. Gut, stimmt. Ich glaube, der bekommt jetzt nur Angel Deals. Können wir ja mal machen. Ist natürlich jetzt kein mega krasses Devil-Deal-Item, was wir hier haben, aber es passt schon. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen die Räume zu klären. Vielleicht bekommen wir Geld, Pillen oder sowas. Und ja, schauen wir einfach mal. Ja, so ein Raum ist natürlich auch sexy. Das Feuer will ich auch löschen, aber es dauert immer so lang. Oh mein Gott, okay. Yes, das sprengen wir mal und hoffen, dass wir irgendwie Geld bekommen. Wunderbar, Crickets wäre jetzt super. Jupp, jupp, jupp. Was ist das hier? The Fool, Mist. Oh nein, ich habe noch genug Bomben, um vielleicht den Automaten hier oben zu sprengen. Komm schon, Cricket muss jetzt mit. Weh, ich habe nicht genug Geld für Cricket. Weh, mir fehlt nur... Ich habe Swallowed Penny. Oh. Machen wir es einfach mal so, gehen wir auf Nummer sicher, okay? Wahrscheinlich finden wir gleich noch Leben. Egal. So, Cricket Set wird mitgenommen und das hier heilt uns leider nicht. Hätten wir hier... Wären wir hier hingegangen ohne dieses HP-Upgrade, hätten wir jetzt, viel Leben dazu bekommen. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. So, ein rotes Scherzchen. Okay, dann pass mal auf. Wir haben jetzt Cricket's Head. Unser Damage ist bei 14. Das ist super. Yves Mascara. Ich mag Yves Mascara. Viele finden es nicht so knocke. Und jetzt würde ich sagen, haben wir ab. Wir haben alles geholt. Okay, das hat sich gelohnt, diese Ebene auszuchecken. Okay, sehr gut, sehr gut. Am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt immer 5 Münzen haben, damit wir solche Superräume spawnen können auf jeder zweiten Ebene. Cave 6L, fuck. Oh oh, das ist ein neuer Raum hier, aber dafür können wir die Fliegen one-hitten. Oh mein Gott. So, sehr schön. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe, die Rückkopplung ist nicht da. Ich spiele gerade nämlich mit Boxen, weil irgendwie hasse ich das mit Kopfhörern. In letzter Zeit habe ich eine Abneigung gegen Kopfhörer entwickelt. Autsch. Weißt du was, wenn ihr mich nochmal trefft, dann ist das euer eigener Tod. Dann schaufelt ihr eure eigene, Schaufel halt, ne? Also euer eigenes Grab, genau das wollte ich sagen. So. Sehr gut. Okay, das ist gesessen. Und jetzt wäre Kohle noch ganz gut. Aber ich bekomme ja jetzt anscheinend... Bekomme ich eigentlich überhaupt keine Devil Deals und Angel Deals mehr? Oder was war's? Scheiße, ich hätte das Kleingedruckte lesen müssen. Mist, ey. Aber gut, ich hoffe, das gefällt euch. Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich will noch mehr Items sehen, noch mehr kreative Ideen. Und auf geht's, ne? So, genau. Diese Räume weiß ich jetzt nicht, ob die hinzugefügt wurden mit Holy Birth oder Afterbirth Plus. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich das öffnen will. Und wir nehmen dich auf jeden Fall mit, Locust. Du kannst... Ach so, wegen dem Bauchnabel, genau. So, diese Fliege, dieses Trinket, sorgt irgendwie dafür, dass wir
Ach, weißt du was? Nope. Kein Bock. Ich sorg dafür, dass die ab und zu spawnt und... Scheiße, was macht die nochmal? Genau, die spawnt so eine gelbe Fliege, die Schaden macht, oder nicht? Machst du keinen Schaden? Ja doch, du machst Schaden, genau. Du gehst einfach mal dich umbringen. Ah, du hast gewartet, bis sie sich zeigt, um maximalen Damage zu machen. Gut, so klug bin ich nicht. So klug bin ich jetzt nicht. Ich meine, was erwartest du von mir, Mann? So, meine ganzen Bomben, ich vermisse sie schon. Ah, es verlangsamt sie auch sogar. Okay, sehr gut. Ja, wenn jetzt noch die Fire Rage stimmen würde, ne? Wenn wir jetzt noch 100 Tierschapillen finden würden, dann würde es vielleicht sogar fast schon wehtun dem Gegner. So, alles klar. Ich habe gestern übrigens den Strawball vergessen hinzuzufügen. Oh, fuck, Mann, ich wusste, ich habe was vergessen. Ey, das ist... Ich hätte es nicht so oft erwähnen dürfen, ne? Naja, jetzt spielen wir auf jeden Fall Holy Burr. Flop. So. Sehr gut. Der Typ, der auch die Arena-Mode gemacht hat, arbeitet auch da zusammen mit Holy Birth. Mit den Leuten zusammen. Hat mir auch noch erzählt. Sehr schön. Und was gibt es hier? Gott, noch mehr Räume. Wir wissen auf jeden Fall, wo der Geheimraum ist. Oh, ein Dime. Okay, da habe ich jetzt gerne Schaden genommen. Nur würde ich jetzt ungern sterben. Was ist mit dir? Du siehst irgendwie so blass aus. Oh, perfekt. Der muss hier sein. Was? Okay, fuck. Eigentlich sind solche Räume immer ausschlaggebend für so einen Geheimraum. So viele Pilze, die mich aufhalten, Mann. Sind schon ziemlich nervig. Am Anfang dachte ich, oh, die sind echt eine coole Idee, diese Pilze. Aber jetzt denke ich mir nur so, ich hoffe, der ist gefeuert, derjenige, der diese Pilze programmiert hat. Okay, so. 2, 3, 4. 4 Schüsse, okay, noch mehr. Ja, wir müssen auf jeden Fall... Ach, stimmt ja, XL-Ebene. Deswegen ist sie so abgefuckt groß. Stimmt ja. So, wir müssen jetzt die Itemräume für... Oh, das hast du nicht getan, oder? Das hast du nicht getan, Mann. Jetzt finde ich das aber ein bisschen kacke hier. Ich will keinen Schaden nehmen, das gefällt mir nicht. Es macht keinen Spaß, Schaden zu nehmen und zu sterben. Okay, das ist natürlich auch ein sexy Teil für noch mehr Range, aber ich glaube, unsere Range ist schon ganz gut. Holy moly, holy birth, Mann. Okay. So, spielen wir auf Hardcore? Ja, wir spielen auf Hardcore. Okay, genau. So, also auf schwer. Da müssen wir natürlich jetzt den Typen nach unten befördern, weil der explodiert. Und wenn er neben dem blauen Stein explodieren könnte, das wäre super. Komm. Yes, so, oh, kein blaues Herzchen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Schlag in die Klöten, ne, sag ich mal. Nenne ich das. Okay, da ist ein rotes Portal. Wurde es einfach umgepixelt oder ist es jetzt dreimal so gefährlich? Weil ja Portale schon so oder so nicht nervig genug waren. Okay. Ja, ist natürlich besser, wenn ich jetzt die Fliege irgendwie, ja, in der Nähe eines Gegners töte, damit sie auch noch Schaden nimmt. Ewas. Das Spiel will, dass ich Ebenen überspringe, habe ich das Gefühl, ne? Okay, so, bloß keinen Schaden nehmen. Und wir haben keine Chance auf Angel oder Devil Deals. Sehr interessant. Lucifer ist also dann irgendwie... Okay, so eine bisschen schwere Variante, oder was? Hat er denn sonst irgendwelche Vorteile? Scheiße. Okay, wir haben jetzt noch eine Münze. Wenn jetzt etwas kommt, was mich umbringt... Okay, hier ist der Shop. Hier ist eine Superform. Da ist eine Superform. Hier sind überall fucking Superformen. Erstmal die kleinen Mistviecher erledigen. Ist das hier eine Superform, weil sie klein ist? Komm schon. Yes. Okay. Gut. Und da ist jetzt der Shop und da ist bestimmt Greed drin. Ich hoffe, da ist ein kleines blaues Herzchen für mich. Glitzekleines süßes Herzchen. Wir müssen noch den Shop finden und so. Hup. Okay. Ja. Jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar muss ich mal kurz rerollen und ein blaues Herzchen finden. Yes, ich muss das hier mitnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei, Mann. Sehr schön. Wir können gleich noch einmal rerollen, weil die Nonhobbe brauche ich jetzt ja nicht. Wir brauchen viel blaue Herzchen. Ganz viele blaue Herzchen, damit wir... Wow. Damit wir ganz auf den Razorblade procken können, sage ich jetzt einfach mal. Wenn wir beim Boss Rush sind, was ist das hier? Einfach Pilz. Ist das dein Ernst, Mann? Das interessiert mich nicht, dass du Pillen gefunden hast. Naja, wir haben auf jeden Fall more Options. Wir können gleich auf jeden Fall im Itemraum haben wir immer die Zweier, also zwei Items. Und das, also vier Items, wo wir uns jetzt aussuchen können, welches wir mitnehmen. Zwei Stück dann mitnehmen. Wunderbar. Das gefällt mir natürlich mega gut. Zack und... Perfekto. Die Kiste hole ich mir mal. Wenn ich Bomben gerne habe zum Reroll. Speed up. Okay, das ist sehr gut. Ich mag es, wie seine Augen leuchten, wenn er was aufhebt. Oh nein, mein süßes Gesicht ist weg. Stimmt, war das schon die ganze Zeit weg? Hä, oder jetzt nur durch das Speed up? Ich glaube, nur durch Speed up ist es weg, ne? Okay. Go. Wir müssen jetzt schnell die Itemräume finden. Und dann schnell in die nächste Ebene. Vielleicht setze ich auch Ewas ein. Ach, guck mal. Die Fliegen staggern also. Ich dachte, es bleibt immer nur eine.
Und das kommt erst die nächste, wenn eine weg ist, ja? Gut zu wissen. Gut zu wissen. Tears up. Soy Milk oder so. Macht der Joystick Tears up oder nicht? Ich nehme ihn einfach mal mit, weil wir ihn so selten haben. Der macht sogar Tears up, tatsächlich. So, jetzt können wir auch hier irgendwie mit dem Joystick in alle Richtungen schießen. Mega interessant eigentlich. Lustige Idee auf jeden Fall. Aber ich will es jetzt nur mitnehmen wegen dem Tears up. Okay. Bingo. So, wo ist der andere Itemraum? Wir müssen noch den Boss bekämpfen. Zwei Stück von denen. Scheiße. Und dann haben wir noch 5 Minuten, um 2 Ebenen zu machen. Also wenn wir jetzt gleich nicht Mom's Knife oder sowas bekommen, dann haben wir ein Problem. Aber dann haben wir auch ein Problem, weil ich Mom's Knife nicht haben will. Und hier haben wir jetzt noch ein Problem, weil hier auf jeden Fall nicht der richtige Weg sein kann, aber ich hier trotzdem reingehe. Okay. Okay, Señoritas und Señores. Ach du Scheiße. Okay. Verdammt nochmal, Mann. Okay, perfekt. Diese Superform da hinten. Eieieiei. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier. Na ja, okay, den Bossrush müssen wir dann von der Liste streichen oder so. Oh, fuck. Bossrush müssen wir dann von der Liste streichen, wie es aussieht. Wird nichts. Bossrush wird nichts. Ich werde ihn gleich nochmal im Shop nochmal rerollen. Oh. Shop gleich nochmal rerollen, in der Hoffnung, noch ein paar blaue Herzchen zu bekommen. Ich hoffe, ihr fiebert alle mit. Ich hoffe, da ist nichts gespawnt, so blaue Pfütze, die mir wehtut. Okay, hier ist der Itemraum und hier. Scheiße, okay, das ist eine super Form, die hält. Oh, die schießt sogar meine ganzen Teile zurück. So, jetzt bloß nicht einkreisen lassen von da hinten. Ich meine, wozu mache ich das überhaupt? Ich habe doch eh keine Chance auf einen Angel- oder Devil-Deal. Ich dachte, der bekommt keine Devil-Deals mehr, sondern jetzt nur noch Angel-Deals oder sowas. Oder der gefallene Engel ist Lucifer. Ist das nicht Lucifer? Ja, ne? Irgendwie sowas. Okay. Slingerbean, crying makes me too. Ach so, ich dachte eben gerade, das ist diese andere Bohne, die man mitnehmen kann. Hab sie gerade verwechselt. Gut, ich setze Evos jetzt nicht ein, sondern versuche jetzt noch im Shop irgendwie mir ein blaues Herzchen zu holen. Oh Mann, das tut immer weh, wenn man den Razorblade hat und dann den Bosswash nicht schafft. Na, vielleicht geschieht noch gleich ein Wunder. Wir müssen noch den Boss bekämpfen. Wow. Okay, let's go hier rein in den Shop und dann schnappen wir uns jetzt mal kurz ein blaues Herzchen. Ich werde jetzt nicht in der ersten Folge sterben von Holy Birth. Okay, let's go. Yes, da ist eins. Okay, kriegen wir vielleicht noch eins? Noch ein blaues Herzchen? Ein kleines? Yes, und das hier war, glaube ich, Speed Up, ne? Einfach ein Pilz. Okay, ich dachte, das war Speed Up oder Range Up. Ich dachte, die war blau, diese Pille. Naja, so, jetzt machen wir den erstmal fertig. Sehen, wie viel Schaden die gelbe Fliege macht. Sind beeindruckt von dem Schaden der gelben Fliege und zerstören jetzt diesen Typen hier. Let's go. Gleich haben wir die Hälfte. Läuft ganz gut eigentlich. Läuft ganz gut. Ich schieße irgendwie trotzdem nicht mit dem Stick. Brauche ich halt nicht. Ist immer noch viel besser mit den Tasten hier zu schießen, mit den Buchstaben. So, jetzt haben wir's. Jetzt habe ich das Wörtchen. Und boom, auf Wiedersehen. Yes, noch mehr bisschen Tears und Shotspeed up. Das ist genau das, was ich brauche. Und du bist die Superform, ne? Du spawnst einfach nur und schießt dafür nicht. Sehr interessant. Wenn natürlich Evos einsetzen und eine Ebene komplett überspringen, aber lass ich mal. So, jetzt haben wir diese Wolke gepoopt, ne? Und ich weiß gar nicht, was die jetzt macht. Ist es gut? Ist es nicht gut? Vergiftet sie Gegner? Kein blassen Schimmer. So. Okay, gleich haben wir noch 3 Minuten für 2 Ebenen. Ich will den Bosswash machen. Und ich muss jetzt irgendwie meine roten Herzchen loswerden. Stimmt ja, fuck. Wegen dem Razorblade-Effekt. Ich bin, glaube ich, doch zufrieden, dass wir jetzt den Bosswash nicht schaffen. Mist, man. Na, wie ist die Musik hier? Ich frage mich, ob die selber komponiert ist, ne? Ich glaube, die ist sogar selber komponiert. Ah, ist so mysteriös, ne? Ist schön, passt. Ja, muss ich mir noch mehrmals geben. Oh, relax? Nein, ich kann... Oh, ist ich da... rübergefurzt. Na, das ist ja gerade eine Katastrophe, die hier abgeht. So, nein, danke. So verzweifelt bin ich auch noch nicht. Ich will zu dieser Musik ganz ruhig reden. Schön. Ist gut. Das ist nicht gute Sache. Okay, ich verstehe, was die vorhaben. Autsch, das haben die nicht vor. Komm, jump! Komm schon, jump. Jetzt, schieß. Yes! Ich hab verstanden, was die vorhaben. Gute Idee eigentlich, aber das hier einzubauen ist jetzt gerade ein bisschen zu krass, finde ich.
So. Auf dieser Ebene schon. Oh, yes. Gut, dann bin ich gar nicht traurig, dass wir die Rune nicht mehr haben. Vielleicht bekommen wir gleich eine Anzus-Rune, eine Anus-Rune. Autsch, das ist natürlich... Ich habe es nur fürs Geld gemacht. Ha, aber mit Joker-Karten können wir auf jeden Fall Devil- oder Angel-Deals bekommen, ne? Hm, das ist jetzt merkwürdig. Ich dachte, der spielt sich anders. Interessanter Charakter. Interessanter Charakter. Dieser Fakt, dass du jetzt deine roten Herzchen dann irgendwie managen musst, weißt du? Dass du selber eigentlich keine roten Herzchen mitnehmen darfst, weil du ja dann keine Devil-Deals hast. Das ist ja das Problem, ne? So. Allgemein ist der Tiersound ganz anders. Fällt mir gerade auf. Ich habe kurz hingehört. Der Tiersound ist ganz anders. So, ich muss hier unbedingt die Mod mal demnächst dann doch mit Kopfhörer spielen, damit ich noch genauer die ganzen Sounds höre. So, wenn schon, dann müssen wir alles mitbekommen. Na, okay, Bossmasch, leider. Naja, außer wir bekommen jetzt hier natürlich den oberkrassesten Scheiß. Ich nehme das einfach mal mit, weil das andere nervt. Das macht mich sogar hier Speeddown und so ein Scheiß. Gut, let's go. 5 Münzen haben wir für die nächste Ebene. Die, jede zweite Ebene hat ja immer so einen besonderen Raum, wenn du 5 Münzen mitbringst. Und jetzt haben wir sogar 6. Jetzt übertreiben wir ein bisschen. Jetzt übertreiben wir ein bisschen. Aber finde ich echt eine gute Idee mit diesem Fatty da. Und diesem Raum. Echt nice. Was haben wir hier? Schlüssel. Gut. Okay, das ist merkwürdig. Nein, das ist nicht der richtige Boss. Das ist nicht der richtige Boss. Es gab nicht mal eine Animation. Das ist nicht der richtige Boss. Das ist eine Verarsche hier, oder? Oder muss das so sein, dass die Animation gecancelt wird und du direkt hier drin bist? Weißt du, direkt in der Action. Das kann natürlich auch sein. Ich gehe gleich mal noch in den Shop rein. Vielleicht finden wir dort etwas Interessantes. Und ich clear, glaube ich, noch die Ebene komplett. Lohnt sich, denn jetzt können wir uns ja ein bisschen Zeit lassen hier. Ja gut, dann kann ich den Razorblade eigentlich auch so gut wie ablegen. Steven, hey. Ivos. Ha, Steven nehme ich nicht mit. Vielleicht bekommen wir Perfro und können auch einmal rerollen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hey, Superbam. Das ist lustig. Was ist das hier? Infested. Schade, 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 schade. Gut, dann pass mal auf, dann boxen wir uns jetzt hier noch ein bisschen durch. Natürlich blöd, dass wir jetzt keine Kohle bekommen. Das ist doch so ein schwerer Charakter, ne? Wahrscheinlich dachte er sich direkt nach dieser Holly-Elpe. Der ist auf jeden Fall... der ist ziemlich krass. Wir geben ihn jetzt erst auf jeden Fall, geben wir ihm den ersten Charakter, der ziemlich schwer zu spielen ist. Denn nur er kann es schaffen. Ich glaube, genau das haben die sich gedacht. Genau das haben die sich gedacht. Mhm. So, wir haben Orges. Wir können jetzt theoretisch rein rote Kisten reinporten. Außer die wurden komplett rausgepatcht. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Gut, dann gib mir mal das Geld. Wir kommen bestimmt auch auf 5 Münzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen. Dass wir jetzt keine 5 Münzen haben für einen besonderen Spinne. Mann. Blöder Drecksack. Töte den Gegner und nicht den Gegner mit mir zusammen. Nein, hör auf damit. Ist hier vielleicht... Ich wollte ihn jetzt... Weißt du, damit ich keine Bombe verschwenden muss, wollte ich ihn dahin schicken. An eine Wand. Oh, hier haben wir nicht mal... Ein Geheimraum. Ich war mir ziemlich sicher, dass hier einer ist. Gut. Was ist hier drin? Ah. Tap, 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 tap. Oh. Tap, 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 tap. Ich weiß gar nicht. Es gibt auf jeden Fall auch neue Transformationen. Ich habe nur ganz kurz einmal kurz rübergeblickt, weißt du? Und schon alles vergessen. Echt ein Kurzzeitgedächtnis. Des Todes. So. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall dann in der nächsten Ebene. Also im nächsten Run. Wir schauen uns das nochmal an. Werden wir auf jeden Fall einen Charakter. Charakter spielen, der auf Angel und Devil Deals gehen kann, denn sonst verpassen wir noch ein paar schöne Items, nicht wahr? Okay, let's go. Machen wir, vielleicht bekommen wir hier auch noch... Na... Was zum Teufel? Holly is not amused. Okay, pass auf, let's go. Gehen wir in die nächste Ebene. Hier könnte man Haglas einsetzen, lass mal machen. Vielleicht bekommen wir noch eine Joker-Karte oder ein schwarzes Herzchen. Alles möglich. Wir müssen jede Möglichkeit, die möglich ist, vermöglichen. Ja, das würde ich nicht schaffen, glaube ich. Wenn ich jetzt da so reinsprinte. Oder, 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 oder. Nein, 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 nein. Ich würde da irgendwo... Hier würde ich dann Schaden nehmen. Okay, Haglash, um die Totenköpfe kaputt zu machen. Und dann schauen wir mal. Oh, okay. Läuft ja atemberaubend, würde ich sagen, ne? Läuft echt atemberaubend hier alles. Gut, wir haben aber noch eine Ebene vor uns mit einem Itemraum, wo wir doppelt Items haben, wo wir eine erhöhte Chance haben, auch neue Items zu finden. Und das wird cool. Das wird sehr cool. Ist hier vielleicht noch was drin? Erst Dankeschön, Steven. 2 Schüsse und das Feuer ist aus. Das machen wir jetzt mal. Okay, sehr gut. Welches Loch nehme ich? Ich nehme das Loch. So, let's go. Nächste Ebene. Ich bin gespannt auf den Morph.
den Bomberger. Das ist ja auch einer, den man sehr selten sieht, aber jetzt wurde seine Chance ein bisschen erhöht anscheinend. Ich glaube auch in 8.12 Plus allgemein sieht man ihn jetzt öfters. Okay, kommt schon, gelbe Fliegen, macht ihn kaputt. Bloß keinen Schaden nehmen, denn wir wollen ja einen schönen... Nein, scheiße, stimmt ja. Wozu soll ich denn keinen Schaden nehmen? Ich kann Schaden nehmen, wie ich lustig bin. Mann, das könnt ihr nicht machen, dass ich jetzt anders spielen muss. Schaden nehmen, weißt du, und so, ein rotes Herzchen, einfach drauf scheißen. Das geht nicht, das geht nicht. Ich habe jetzt 2000 Spielstunden so gespielt. Wenn nicht sogar mehr. Mit einem anderen Account und so. Okay. Na, komm her. Blitz auf mich. Booyah. Das kenne ich. Das hatten hier Infested. Ist das okay? So. Ich weiß gar nicht mehr, ob Infested mit Ausrufezeichen die Infested ist, die aus Kackhäufchen Spinnen macht. Oder war das die mit dem Fragezeichen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. So, zwei Schüsse und er ist tot. Scheiße, Mann. Was haben wir hier? Book of Shadows. Okay, vielleicht nehme ich sogar das mit. Aber das Book of Secrets setzen wir mal ein, hier. Zusammen damit. Okay. Okay. Okay, schade. Was ist das hier? Olgis. Okay, das ist eine gute Sache. Die nehme ich mal mit. Razorblade will ich immer noch mitnehmen, wegen dem Polaroid-Effekt und so. Vielleicht können wir da doch noch irgendetwas herzaubern, weißt du? Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Blaues Herzchen? Kein blaues Herzchen. Ich gebe auf, Mann. Ich gebe auf. Kein Nerv mehr drauf. Sehr schön. Ein One-Up. Wir haben also die Chance, das könnten wir irgendwie nutzen, um aus einem Raum zu kommen oder sowas. Mal gucken, wie wir es nutzen. Können auf jeden Fall jetzt mal kurz da reinglupschen vielleicht. So. Ach, Lucifer. Ach, da brauche ich jetzt natürlich weniger Leben. Das könnten wir aber auf jeden Fall machen, indem ich hier mal ganz kurz Leben opfer und ordentlich Kohle bekomme dann für den Shop. Yeah, das ist gut, um sich dann zu heilen, wenn wir jetzt hier lebend rauskommen. Orges haben wir und wir werden es auch einsetzen, wenn es notwendig ist. Yes, yes, yes. Okay. Interessant, 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 interessant. Merken wir uns auf jeden Fall, dass wir hier dieses Item haben. Wenn ich jetzt Orges einsetze und das Item, bekomme ich dann sehr viel Geld? Warte mal. Das merken wir uns mal. Vielleicht machen wir einen kleinen Gamebreak direkt in der ersten Folge. Und schauen uns einfach mal alle Items an. Ja, sehr schön. Wer kommt jetzt? Ach, die Nervensäge. Ich push mich einfach einmal. Plus 4. Yes. Ich hoffe, ich sterbe noch nicht. So, das sollte reichen hier. Perfekt, 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 perfekt. So, ich frage mich, ob Lucifer eigentlich Eden ersetzt hat oder ob er einen komplett neuen Platz bekommen hat. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich habe jetzt mir gar nicht angeguckt, was noch da so zu sehen ist. Welche Charaktere und so. Ich habe direkt... Oh, spiel mal Lucifer, wurde mir gesagt. Zack, ich habe Lucifer genommen. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zurück. Und mit Orges könnte ich ja theoretisch mir ganz viel Kohle machen. Jetzt kommt es nur darauf an, was ist im Shop drin? Lohnt sich das? Ist da vielleicht Restock drin? Ist da vielleicht Jera? Und bekommen wir noch Jera mit Blankard? Das wäre jetzt super. Jupp, das nehmen wir mit. Mein Speed gefällt mir. Hopp, hopp, hopp. Dünn machen, dünn machen, dünn machen, dünn machen. Ganz dünn machen. Das ist ein Unsichtbarer, den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. So, zwei Schüsse und der ist auch Geschichte. Eine langweilige Geschichte. Perfrow, yes. Das ist das, worauf ich hoffe. Okay, warte mal. Ach so, wir haben auf dieser Ebene... Zodiac. Stimmt, auf dieser Ebene haben wir jetzt die Chance, Sachen kaputt zu machen. Gut, dass ich das jetzt sehe. Also, falls ich da ein paar Sachen jetzt übersehen habe. Ah, der kriegt Schaden. Sehr schön. Brown Nugget ist ein Space-Item, womit du Fliegen generieren kannst. Das gibt es auch schon. Also ist ein Afterbirth-Plus-Item, das ich jetzt aber einfach mal ignorieren werde. Sondern ich versuche jetzt Perfro vielleicht im Shop einzusetzen, weißt du? Ich glaube, das wäre sogar schon fast am klügsten. Yes, 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 yes. Außer da wartet natürlich jetzt Mr. Mr. Greed, Greed. Genau, genau. Greed, 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 Greed. So. Na, komm her. Und die Spannung steigt, ey. Die Spannung steigt. Genau, die ganzen Steinköpfe muss ich auf jeden Fall alle kaputt machen. Wahrscheinlich wurden Joker-Karten auch rausgepatcht. Ah, Greed. Okay, 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 okay. Und Hash werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr schaffen. Gut, dann hat sich das jetzt erledigt. Dann ist das hier so ein kleiner, harmloser, süßer Run. Ohne irgendwelche Besonderheiten. Toll, toll, toll. All just nope. Tja, dann brauche ich mein ganzes Geld auch nicht mehr. Das ist natürlich jetzt ärgerlich so ein bisschen. Oh, ups, 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 ups. Okay. Okay.
das ist nett. Um jetzt den Bossrush machen, ne? Das wäre vielleicht eine coole Sache. Aber naja, was wenn ich Aldous einsetze und Razorblade? Funktioniert das? Aldous und Razorblade. Vielleicht funktioniert das. Testen vielleicht mal so die ganzen Teile hier kaputt machen. Ich sehe die ganze Zeit. Okay, ja, das ist schon mal guter Damage. Also jetzt kommen wir, glaube ich, safe durch. Das ist ja... Das kann ich jetzt auch nicht liegen lassen, dieses Item. Nein. Ich nehme das, was mir gegeben wird und, ja. Auch wenn sich deswegen übergeben wird. Temperance. Okay. The Moon, the Thorer. Machen wir das mal kaputt. Brauchen hier kein Money mehr. Die Musik ist cool. Oh, die ist richtig gut. Achso, wir waren schon hier. Naja, ich habe hier eben ein paar Totenköpfe übersehen. Genau, deswegen bin ich nochmal hergekommen. Aus keinem anderen Grund. The World, I like. Oh, Batwing. Was macht Batwing nochmal? Ich glaube, es gibt mir für irgendeinen Raum einmal kurz die Möglichkeit zu fliegen. Kann auch sein, dass ich voll den Scheiß jetzt gerade labe. Aber The World behalte ich jetzt mal für die Womp-Ebene. Wir wissen alle, wie sehr wir diese Womp-Ebene lieben. Damit meine ich, dass wir sie abgrundtief hassen. Wobei ich natürlich das rausfinden will, ob das jetzt funktioniert. Wenn ich Aldous einsetze und Razorblade? Oh. Oh. Okay. Das funktioniert also, ja. Au. Ich will eh nochmal hier reingucken. Hallo? Hm. Das mache ich mal. Achso, die Zacken gehen runter. Ich dachte, ach, nein. So, pass mal auf, dann werde ich vielleicht zu Delirium gehen, beziehungsweise, ja, über Hasch. Aber vielleicht spawnt ja das Delirium-Portal später nochmal irgendwie anders. Oder wir werden direkt nach Morm reingeportet jetzt. Das ist ja auch so ein kleines Problemchen, will ich sagen. Klitzekleines Problemchen, das passieren kann. Ein kleines süßes Problemchen. So, let's go. Hey, Morm. Und bye-bye, Morm, kann ich jetzt schon sagen auch. Nein, ich kann nicht zuerst bye-bye und dann hey, Morm sagen, ganz ehrlich. Denn du bist schneller tot, als ich gucken kann. Perfekt. So, nehmen wir das jetzt noch mit. Hier, das hier nehmen wir auch noch mit. Und leider keine Devil oder Angel Deals. Sicher, dass die sich hier nicht irgendwo verstecken? Na gut, gehen wir los jetzt in die Vamp-Ebene und werden erstmal rasieren mit unserem Laser und schauen mal, ob wir noch neue Items finden in der Chest. Unser Ziel ist auf jeden Fall die Chest. Wie die Devil Deals Chance einfach direkt auf 100% runtergeht, Mann. Auf 0% runtergeht. Das ist die richtige Aussage. Okay, die Musik, ja, das schwankt sie wieder. Das Problem hatten ja schon auch eine andere Mod, dass die Musik erst später dazukommt. Okay. Ohlala. Ding. Ich versuche sie gerade zu verstehen, die Musik. Perfro, okay, gut. Mit Perfor rerollen wir gleich einfach nach dem Bosskampf. Oder vielleicht behalten wir sie auch, bis wir irgendwie, ne, rerollen wollen. Vielleicht in der Chest erst. Und dann in der Chest hoffen wir mal, dass wir vielleicht sogar die Möglichkeit finden, zu Delirium zu gehen. Ansonsten, Lucifer. Ja, ne? Der beweist mal hier, der kleine Lucifer, dass wir nicht die Devil Deals und Angel Deals nicht brauchen, wenn wir verdammt viel Glück haben. So. Ja, zack. Und let's go. Whiz ist das, okay, ist aber kein Problem, seitdem die genervt wurden. Wenn man sie auch beide gleichzeitig attackiert, ist doch keine eifersüchtig. Was haben wir hier? Berkano, upsi. Nehme ich das hier mal mit. Range und Lackup nehmen wir mal mit fürs Lackup, weißt du? Das gefällt mir sehr. Perfro, gut. Aldous dann für später, genau. Hoffen wir mal, dass wir Aldous nochmal später bekommen. Schade, ich hätte viel lieber, also viel mehr mit meinem Razorblade gearbeitet. Natürlich der falsche Charakter. Hier sieht man übrigens, wie man fliegen kann für einen Raum über. Mommy. Wo bist du? Das ist ein neuer Raum. Gefällt mir der Raum. Yes. Perfekto. Einmal hier kurz durchmähen. Und dann hätten wir es was. Die haben das überlebt. Was seid ihr denn für krasse Fliegen? So, lass mal kurz reingehen hier oben. Okay, ein paar Bomben und da haben wir so ein blaues Herzchen jetzt. Naja, vielleicht arbeiten wir gleich noch mit unserem Razorblade. Vielleicht arbeiten wir ja gleich noch mit dem Razorblade. Wird aber sehr schwer. Es rattert in meinem Kopf aber auf jeden Fall. Ich versuche irgendwas zu finden. Ah, da muss man das... Kann man das DNT kaputt machen? Sehr interessant. Ich gehe hier rein. Komm schon. YOLO Mauda Dolo. Was haben wir hier? Tegas. Okay, da bekommen wir... Hätte ich vielleicht im Nachhinein einsetzen können. Egal. So, let's go. Ich frage mich, ob es tatsächlich keine Devil Deals gibt, auch wenn du eine Joker-Karte hast. Hat das vielleicht einer schon von euch gespielt und, hat er keine Joker-Karten hier? Naja,
Finden wir dann raus, oder wie ist es mit Undefined oder sowas, weißt du? Vielleicht kann man da sowas machen. Hier ist hundertprozentig nicht der Boss. Genau das wollte ich sagen. Und nicht sagen, dass hier der Boss ist und es hier nach links weitergeht. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, hier ist hundertprozentig nicht der Boss. Und jetzt staunt ihr, woher ich das weiß, ne? Genau, genau. So läuft es gerade ab. Okay, einfach durchschießen und auf gut Glück irgendwas treffen. Da ist ein blauer Stein. Perfekt, nehmen wir mal mit. Und das hier war nochmal was? Das war hier Emergency Contact. Brauchen wir nicht. Wir sind schon erwachsen genug, dass wir alleine zurechtkommen. Wir müssen jetzt Mami nicht rufen. Jetzt verstehe ich das Trinket. Mami rufen. Emergency Contact war mal klein und dann... Ah, ja, ja. Jera, hi. Yeah. Hi, Jera. Wozu brauche ich dich eigentlich? Doppel-Perfro. Okay, hierfür vielleicht. Alles klar. Hier perforen wir jetzt mal. Na? Okay, hier mit Speed Up. I like. Und jetzt perforen wir das. Was ist das? Ice Ball. It's ice cold. Nein. Und ich sehe ich jetzt nicht, oder was? Kann ich sie jetzt einfrieren, oder nicht? Oh. Friends till the end. Jetzt habe ich neue Items, die ich jetzt wieder nicht sehen kann, weil ich natürlich das habe. Ah, so ärgerlich, ne? Da muss man entscheiden. Willst du überleben? Oder willst du coole Items sehen? Aber da sieht man mal, dass Tag 10 und sowas mehr Möglichkeiten haben muss, einfach. Also bekommen muss mit Kombination. Hier muss jetzt auch ein Eiswürfel geschossen werden. Oder so. Ne? Ist jetzt nicht meine Schuld. Nein, ganz und gar nicht. Ich nehme das auf jeden Fall mal mit. Was ist das für eine Karte? Das ist das Sun? Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich re-roll mal. Ah, die Maske, die uns ein bisschen schützt. Okay, immerhin haben wir jetzt zwei neue Items gesehen. Die Bowlingkugel und das hier, die ziemlich identisch aussehen, aber hey. Ah, ist nicht der Geheimraum. Okay, naja, ist jetzt auch egal. What the fuck? Okay. Gut, die sind sehr großzügig mit den Items hier. Vielleicht ist es auch der Effekt von... Oh, ich hatte Perks erst. Vielleicht ist es auch der Effekt von Mr. Lucifer, weißt du? Dass er keine Devil Angel Deals hat, aber dafür hat er auf den Ebenen immer mehr Drops für Items. Huh? Oh, hallo. Oh, gefährlich. Heilige Scheiße. Ich hab voll Angst, Mann. Puh, pass auf, pass auf, pass auf. Meine Güte. So, ich glaube, die wurden gerade eingefroren. Also verlangsamt, oder? Das war, glaube ich, meine Eiskugel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, das war meine Eiskugel. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz It Lives in die Klöten hauen. Ja. Heute habe ich mit meinen Klöten Degas. Das ist sehr schön. Als wir Curse of the Blind bekommen auf der Chest-Ebene, das wäre natürlich nicht so cool. Ja, es lohnt sich hier auf jeden Fall alles zu untersuchen, Leute. Wenn ihr die Mod jetzt auch spielt, untersucht alles. Ich habe es ja mehr oder weniger getan. Ich habe hier und da mal einen Raum ausgelassen, aber... Lacker, sehr schön. Und Lacker. Nein? Schade. Gut, dann kommt jetzt It Lives. Mal gucken, wie die verändert wurde. Sehr schön. Wunderbar. Und legen wir mal ein paar Bomben dazu. Sehr schön. Gut. Zeig mal her. Könnten da reingehen hier, ne? Wir könnten da reingehen. Delirium umlegen. Wir haben mehr Chancen auf Items. Nach den Bosskämpfen droppen ein paar. Wir haben die Chance, Razorblade vielleicht einzusetzen. Ah, wir gehen zu Delirium. Wir gehen zu Delirium und dann machen wir irgendeinen Run, wo wir, das nicht mehr... Oh, The Void wurde wahrscheinlich noch nicht verändert, oder? Oder nicht viel verändert. Na gucken, vielleicht sehen wir mal ein paar neue Bosse und sowas. Sehen vielleicht eine neue Transformation. Ich glaube, genau, es gibt eine Cricket-Transformation. Es gibt eine Cricket-Transformation. Jetzt fällt es mir ein, ich habe einen Cricket gesehen und einen Matrosen, glaube ich. Das hat mich sehr irritiert. Jera, okay. Erstmal Degas einsetzen und mit Jera können wir dann auch arbeiten. Vielleicht bekommen wir noch eine Blank Card und dann machen wir einen kleinen Game Break. Ja, sehr schön. Da ist noch was gedroppt da hinten. Gucken wir uns mal gleich an. Erstmal hoffen wir auf weitere Items. Hätten wir Guppy's Tail gehabt, wäre ich, glaube ich, sogar in die Chest gegangen. Aber so ist es, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. So, was haben wir hier? Perfro schon wieder und Relax. Frag mich, ob man eigentlich alles, also den gesamten Raum voll machen kann, wenn man jetzt... Einmal durchrennt. Okay, das hier könnte natürlich jetzt der Boss sein, aber ich nehme jetzt kurz das hier mit zur Sicherheit. Guck, ob hier drin der Boss ist. Degas, und dann porte ich mich einfach raus. So sieht's aus. Kleine Maus. Es ist Mom's Heart, okay? Jetzt bloß nicht den Razorblade einsetzen aus Versehen, denn sonst werden wir rausgeportet. Und auf Wiedersehen. Whoopa, Set Bombs. Jupp. Schießt das zusammen mit dem hier eigentlich jetzt Laser oder Tränen? Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut.
Wir nehmen jetzt mal ganz kurz das hier mit und vielleicht... Ah, lass mal Perforum mitnehmen. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier jetzt Jera auf uns wartet. Das merken wir uns einfach mal. Das ist ja... Ich hätte, glaube ich, gerade Flügel. Ich hätte rüberfliegen können. Aber es ist natürlich schwer darauf zu achten, innerhalb von wenigen Sekunden, die ich diesen Raum scanne und abchecke. So. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nach den Bossen einfach noch mehr Items finden. Ich hoffe, dass wir jetzt hier tatsächlich mehr Möglichkeiten bekommen hätten, Items zu finden als in der Chest. Da haben wir natürlich 4 Items. Hätten vielleicht noch Jaren können, das ist die Frage, ne? Vielleicht hätte das noch funktioniert. Naja, gucken wir mal. Aber hier sehen wir mehr Bosse vielleicht, neue Bosse. Es geht ja nicht nur um Items, nicht wahr? Nicht nur um Items. Aber sehr oft geht es um Items. Machen wir das einfach kaputt. Weiß nicht, vielleicht ist da so ein Schwarzmarkt drin. Hallo? Ja, die roten Portale finde ich jetzt nicht optisch nicht so hübsch. Da fand ich die normalen Vanilla-Teile viel besser. Hallo? Was ist das hier? Lackup? Okay, nehme ich mit. Nehme ich sehr gerne mit. Ich spring dich einfach mal. Weil ich dich voll nicht leiden kann oder so. Keine Ahnung, aber nichts gegen dich. Und da haben wir Mythre. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Vielleicht nehme ich nochmal ein Perforum und Rerolle nochmal, ne? Vielleicht bekommen wir was anderes Gutes. Gut. Na, was habe ich hier? Ah, Jera nochmal, okay. Perks, yes, das ist das, worauf ich suche, erwarte. Sehr schön. Wo kann der Typ auftauchen? Hier oben auf jeden Fall. Und hier kann er nicht auftauchen. Sehr schön, hier kann Delirium nicht auftauchen. Perfekto. Ah, komm schon. Und jetzt gib uns was Schönes. Ein Gabi-Item, okay. Das, damit kann man arbeiten. Vielleicht gehe ich jetzt direkt Delirium bekämpfen. Es ist Delirium, okay. Jetzt pass auf, dann machen wir jetzt... Nein, ich habe Jera dabei. Wo ist Perks? Wo ist Perks? Nein! Perks! Okay, wir haben ein One-Up, ne? Scheiße, wo ist Perks? Mist! Oh, wow, 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 wow. Aber wir checken auf jeden Fall nochmal die Ebene. Ich hatte doch Perks die ganze Zeit dabei. Wann habe ich denn Jera mitgenommen? Mann, ich werde hier verarscht, oder? Oder ist Perks zu Jera geworden? Wir machen auf jeden Fall viel Damage, das kann ich dir sagen. Sehr viel Damage, 27. Okay, wow, 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 wow. Machen wir jetzt noch ein bisschen Laserschaden. Cool, cool, cool. Heidi Wiss ist das, Mann. Das ist mein Abenteuer. Wir brauchen jetzt ein halbes Herzchen, damit ich mich gleich irgendwie heilen kann und den Polaroid-Effekt bekomme und mich nochmal boosten kann im Notfall, weißt du? Nochmal im letzten Moment alles geben. Hi, Mom. Yes, yes, yes. Okay, macht es Schaden. Treffen wir ihn. Yes, 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 yes. Muss, ne? Was muss, das muss. Sehr gut. Er dreht sich jetzt durch. Wir checken gleich auf jeden Fall die Ebene. Au. Oh, oh. Oh, oh. Eieieiei. Yes, yes, yes. Lala. Eieiei. Okay, wo ist der hin? Da bist du. Oh, mein Gott. Ja, yeah, das bin ich. Der einzig war... Oh, oh. Creepy, Mann! Ja, auf Wiedersehen. Gedreckt, Mann, gedreckt. Okay, so, sehr schön. Hier ist die Perks, oder was? Jetzt zum Teufel habe ich sie hier hingelegt. Und warum habe ich sie da hingelegt? Na gut, jetzt hätten wir den erledigt und wir können uns jetzt in Ruhe hier ein bisschen umgucken und mal gucken, ob wir vielleicht Jera bekommen oder sowas. Ich meinte, ob wir nicht Blank Card bekommen. Darauf sind wir nämlich heiß. Blank Card wäre super. Nehmen wir dich mal mit. Okay, so. Puh. Ah, guck mal, hier ist wieder keine Animation, ne? Direkt rein in die Action, damit man sich hier ein bisschen erschreckt. Neun Leben, okay. Na, vielleicht werden wir noch Guppy von mir aus. Jetzt habe ich nur mein Leben nicht mehr. Und wozu brauche ich jetzt noch Guppy? Delirium ist tot. Die größte Gefahr ist tot. Mit Undefined wieder zurückporten, weißt du? Da das hier eigentlich unterschiedliche Ebenen sind, müsste ja Zodiac ja eigentlich auch jetzt in jedem Raum neue Effekte geben, oder? Das sind ja auch so gesehen neue Ebenen, ne? Ich sag's nur, ich sag's nur. So, ist eigentlich eine interessante Idee, oder? Von Holly LP, möchte ich mal kurz sagen. Credits gehen raus an ihn. So. Dann gucken wir uns das nochmal hier unten an. Da verstecken sich bestimmt noch ein paar kleine süße Bosse. Ja, kein Problem. Auf Wiedersehen. Genau. Perfekt oder auch nicht. Nicht ganz so perfekt. Und
Auf Wiedersehen. So, jetzt muss ich diese blöden Dinger hier treffen. Ich sprengen. Wir haben genug Bomben. Ich würde sie so oder so nicht einsetzen. Naja, wir haben nicht so viele neue Items gesehen, aber wir haben gesehen, dass die Mod auf jeden Fall neue Ideen reinbringt. Wir müssen uns das nochmal ansehen. Wir sehen uns das morgen nochmal an. Degas, sehr schön. Und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr neue Items finden. Wahrscheinlich wurde in der Chest richtig viel verändert und der Entwickler guckt gerade so und wartet auf die Chest und dann sieht er dieses Portal und denkt sich, nein, geh da nicht rein. Ah. So, was haben wir hier? Nein, das Geld nehme ich. Oder so. Na, vielleicht kriegen wir gleich noch Jera irgendwie. Oh, Blank Card meinte ich. Yes. Plus 3 Damage. I like. That. Cool, cool. So. Wir müssen halt nur noch eine Perfro finden, damit wir noch einmal rerollen können. Das wäre halt super. Zack. Ja, da ist eine Krone drauf, aber stirbst trotzdem genauso schnell wie die anderen. Da ist nichts drauf. Gar nichts, Mann. Okay. Das ist Algis. Mist, Mann. Wo bist du eben gerade gewesen? Setze ich als Algis gleich bei einem anderen Boss ein. Warte mal, ich setze Algis jetzt gleich beim nächsten Boss ein. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Wer denkt an mich? Ja, das sagt man ja so. Und wenn du dein Essen versalzt, dann denkst du an jemanden oder bist verliebt oder so. Okay. Also immer schön das Essen versalzen, falls ja so richtig versalzen. Einfach nur, wenn ihr Suppe serviert, einfach nur ein bisschen Suppe zum Salz, weißt du? Perfro, sehr schön. Hör auf zu jucken, Mann. Perfro. Okay, nehme ich mal mit und reroll gleich mal. Genau, dann merkt die Person, hey, vielleicht ist die Person ja verliebt in mich. Kleine Dating-Tipps von mir. Okay. Hallalalalala. Ja, da haben wir einen blauen Stein und vielleicht sogar den Geheimraum. Der könnte auch ganz gut hier positioniert sein, nicht? Ah, gut, aus den Kackhäufchen wird dann jetzt werden Bomben. Okay, Spinnen, meinte ich. Gut, sehr gut zu wissen. Wir könnten jetzt... Warte, wir haben doch bestimmt nochmal Jera irgendwo, ne? Ich Jera mal Perfro und wo war nochmal der... Ich glaube, der war ganz rechts, ne? Dann probieren wir mal. Okay, das könnte nochmal Perfro sein. Erstmal kurz hier reinglupschen. Hallo, ist hier noch ein Boss? Da muss ein Boss sein. Da muss ein Boss sein. Okay. Drei Bosse sind hier sogar. Okay, cool. Machen wir mal. Ah. Relax schon wieder. Ah, okay, wurde ich jetzt aufgehalten oder ist es das Maximum? Ich dachte, vielleicht kann man das ja alles auf einmal vollpupen. Und let's go. Ist gut zu wissen, dass hier jetzt auf jeden Fall kein blöder Delirium auftauchen kann. Das ist ein Speer, den nehme ich einfach mal mit. Cool, cool, cool. Wenn es jetzt was richtig beschissen ist, reroll ich das, weil ich habe ja Perfro und hier kann ja auch Blank Card auftauchen. Hier kann ja alles auftauchen. Sehr gut. Perfro. Das nehme ich jetzt nicht mit. Und The Frail. War schon fast knapp, ne? War schon fast knapp. Butterbean. Man kann jetzt Butterbean immer weglegen und wieder aufheben und dann wird daraus irgendwann das andere Item. So. Butterbean. Ich glaube, beim 20. Mal wird es auf jeden Fall zu dem anderen Item. Ist es immer noch? Nein. Immer noch nicht Butter, also nicht das andere Item. Komm schon. Immer noch Butterbean. Vielleicht muss man es einmal einsetzen oder so. Nein. Und immer noch. Ist immer noch Butterbean. Gleich. Ich bin nicht verrückt. Gleich wird sich das ändern. Ich bin nicht verrückt, Mann. Gleich ändert sich das. Ihr werdet es schon sehen. Ihr könnt mich jetzt auslachen, aber später werdet ihr weinen. Oder so. Butterbean immer noch. Ich weiß. Ich sehe es auch. Ja. Immer noch Butterbean? Wait, what? I can't believe it's not Butterbean. So, seht ihr? So. Wer lacht jetzt als letztes, hä? Wer lacht jetzt als letztes? So, wo war Perfro nochmal? Irgendwo da am Arsch der Welt, hä? Oh, vielleicht beende ich das jetzt auch hier, das Ganze. Aber vielleicht setze ich noch einmal Perfro ein. Okay, let's go. Da ist Perfro. Wunderbar. Habe ich überhaupt noch Jeras? Okay, vielleicht ist hier noch was Tolles drin. Strick. Alles klar. Ich soll also aufgeben, sagst du. Kannst du mir auch netter beibringen. Naja, jetzt haben wir wenigstens das Strick. Und wir rerollen gleich beim Shop-Typen. Setzen gleich noch hier Wait is not Butterbean ein. Boom. Ist ein schönes Item. Ist auf jeden Fall besser als Butterbean. Und wenn ihr kein gutes Space-Item habt, würde ich euch empfehlen, das zu machen mit Butterbean. Und ihr bekommt was Besseres. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier bekommen. Es ist nur die Milch. Okay, ich habe versucht, andere Sachen zu finden. Schöne Sachen, tolle Sachen. Und
Leider haben wir sie nicht bekommen. Wir müssen noch einen Run machen, dann mit schönen Angel oder Devil Deals und dann wird's hoffentlich lustig. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch die Mod gefallen hat, ne? Checkt sie aus. Vielen lieben Dank und wir sehen uns morgen wieder mit einer weiteren Runde. Holy Birth. Bis zum nächsten Mal, euer Harley.